Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mein Name ist Andreas Schieder aus der Personalvertretung der Post AG. Namensgleichheit, bin schon öfter angesprochen worden, sollte ja kein Problem sein. Die bezahlte Mittagspause für Beamte, vielleicht ein bisschen verwirrend. Es geht um die Bediensteten, den Sie kennen. Es geht um Ihren Briefträger, der zu Ihnen nach Hause kommt. Es geht um die Mitarbeiterin am Schalter. Und bezahlt heißt im Sinne der letzten Tage viele Vorredner, Arbeitszeitverkürzung, 12-Stunden-Tag darf nicht sein und so weiter. Diese Beschäftigtengruppen, diesen Beamte, diese Postbeamte, diese Briefträger haben nicht nur einen 12-Stunden-Tag erlaubt, sondern sogar einen 13-Stunden-Tag. Das Arbeitszeitgesetz, also das Schutzgesetz formuliert ist, davon ist die Post, die Postbediensteten, die Beamten ausgenommen. Und unter dem Gesichtspunkt gibt es eben die höhere Treuepflicht zum Bund. Jetzt ist natürlich passiert im Jahre 96, dass der Beamte plötzlich in einer Aktiengesellschaft sich wiederfindet und dann doch die Manager der Meinung sind, ja, diese Gesetze, die können wir ja irgendwie umgehen und so weiter. Und im Jahr 2013 wurde diese bezahlte Mittagspause, die in der Generaldirektion, also in den oberen Bereich immer noch Gültigkeit hat, für den Briefträger abgeschafft. Wir haben dann eine Reihe von Kollegen gefunden, die hier den Klagsweg beschritten haben. Und Klagsweg bedeutet im Verwaltungsverfahren, es sind ja einige Experten auch hier in eurer Runde, über Jahre langer Rechtsstreit, über 5 Jahre haben wir jetzt einige Urteile hier erreicht, die immer noch nicht umgesetzt sind. Und jetzt sagt der Betrieb, ja, das gilt ja nur für diese 20, die es gemacht haben und für den Rest nicht. Und wir brauchen in dem Fall im Sinne der Arbeitszeitverkürzung, im Sinne der Mitarbeiter für eine längere Beschäftigung, ja, für eine menschenwürdige Beschäftigung, auch das Recht hier, den Rechtsstaat wiederherzustellen. Ich ersuche um Unterstützung für Ihren Briefträger und ich denke, wenn ihr morgen den Briefträger 6 kann sagen, ich habe dich auch unterstützt, damit du zu deiner Mittagspause als Dienstzeit auch entsprechend kommst und eine Arbeitszeitverkürzung hier über dem Weg der Dienstzeit, der Pause als Arbeitszeit sicherzustellen. Ich bitte hier um tatkräftige Unterstützung. Dankeschön.